Da kann ich was schleudern. Da kam ich gerade rein. Hier kann ich was drücken. Okay, soweit so unspektakulär. Ich habe da Angst, da reinzuspringen. Die Kiste ist kaputt. Die Kiste ist auch kaputt. Wenn es keine Kiste war. Ich habe hier auch nichts gesehen. Ne? Okay, wenn ich den Ruck mache, passiert hier auch nichts. Ach, was soll's. Na gut, das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Nimmst du mir nicht wieder aus. Okay, die Kraftfelder berühren sich überhaupt nicht. Und hier komme ich auch nicht wirklich weiter. Das hätte ich genötigt, um. Habe ich da eine Plattform? Habe ich da okay? Wo führst du mich jetzt hin? Ah, an einem Ort der Versuchung heißt. What is Grookus Bird doing here? Die Tür ist offen. Das ist schön, das bringt Bock. Da muss ich die Kiste reinsetzen, die sich nach da unten befindet. Mift. Okay, Trick 17 mit Dingens. Mitkommen. Dankeschön. So, dann werde ich den hier mal hier oben schön in die Vorrichtung legen. Den komplett deaktivieren und die Anziehungskraft geltend machen lassen. So, jetzt wirst du abstoßend. Und ich sag... Abwasserkanal! Gut, dass das hier drin nicht so kalt ist wie draußen. Das war mir jetzt nämlich bitter kalt. So, mal gucken, wo uns dieser Abwasserkanal hinführt. Ich bin gespannt. Ich freue mich, dass das Spiel aufregender ist, als ich es erwartet hätte. There's something down here. Come on, Chief.
am Arsch. Dax! Wow. Dax! Ja. Jetzt bin ich in der Gummizelle. Where am I? Dax, I thought you were dead. I'm okay. Hatte ich auch befürchtet. I think. Those monsters. So, und jetzt werde ich ganz unauffällig hier hingucken. Und sehe, dass es keine 3D ist, sondern einfach nur eine Schlagenscheibe. Und scheine ziemlich am Arsch zu sein. Verdammt, wie könnte ich jetzt hier rauskommen? Echt? Was? Geht's weit runter. Nimm mich mit. Ja, schöner Algorithmus. Also schöner Rhythmus meine ich eigentlich damit. Dax, I have to tell you something. It's very important. It's about your parents. Not now, Gamaji. I have to get out of here. Wieso willst du mir jetzt was über meine Eltern erzählen? Was? Nicht? Ah, vielleicht mit mir schon? Okay, aus dem Ding sind wir ja schnell rausgekommen. Aus dem hier wahrscheinlich nicht. Okay, du lässt dich einfach so ziehen. Bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt, aber erstmal erwarte ich hier irgendwie was. Was passiert, wenn ich dich nicht reinstelle? Mehr Power oder was sagst du? Immer noch nicht genug. Dann bin ich mal gespannt, was da oben ist noch einer. Den ich nicht beeinflussen kann, aber da komme ich wahrscheinlich erst dran, wenn ich hier reinkomme. Ich mache mal Folgendes. Ist neutral gestellt, das ist gut. Was möchtest du denn? Dann um die Ecke. Gut zu wissen, dass ich Kisten um die Ecke schleudern kann, aber wie soll mir das in diesem Fall helfen? Das heißt natürlich, ich könnte ja hier irgendwie das... Dann hole ich mir doch mal eine Kiste. Und Neutralitätsstellung. Wie die Schweiz hier.
Achso, da bin ich hergekommen. Zu weit umgedreht. Und rot. Na, blau. Na, dann nicht. Ich hab nämlich das gesehen. Dieses Schild wollte mir sagen, ich kann auch über Spiegel schießen. So, vielleicht wie das der jetzt rot geladen ist. Dich werde ich neutralisieren. Irgendwie beeinflussen, aber ich weiß noch nicht wie. Okay, das bringt mich schon mal ein bisschen weiter. Nur ein bisschen. Den jetzt blau mache, passiert nichts. Er ist rot, er ist rot, er ist auch rot. Am Hammer. Ja, auch egal. Jetzt habe ich euch wieder. Der ist rot. Und jetzt gucke ich mal, ob das was bringt. Ich mache dich rot und mache dich blau. Ah, halbwegs.
So, die beiden Kraftfelder sind anscheinend nah beieinander. Mit etwas Glück habe ich ihn jetzt rausgeholt. Ja, genau, das war der da oben. Mir ist klar. Okay, dann nochmal. Du musst anziehen, du musst abstoßen. Rot, rot. Komm mal rüber, Mann. Neutral, neutral. Drüber, dass es nichts mehr passiert. Ups. Ist auch mal neutral. Die stelle ich auf neutral und nehme die Kästen darunter. Kästen nehme ich jetzt noch mal weg aus dem Weg. Platziere euch jetzt da rein und vergesst die ganze Geschichte. So, dreifach Power, rot. Dreifach Power, blau. Und bam! Dankeschön. Hier ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Neutralstellung, Neutralstellung. Nö, hiermit kommt es überhaupt nicht raus. Ich muss jetzt nochmal die drei Kisten wahrscheinlich beantragen, um mich hochzuheben. Zumindest zwei. Ich hoffe, das klappt. Mich stört es ein bisschen, dass ich nicht springen kann, wenn ich eine Kiste trage. So. Das war das. Das war überraschend.